Herr Warwick, bitte. Herr Habeck, Nachdenkseiten Sie Warwick. Sie möchten sich bitte gerne vorstellen? Habe ich doch brav gerade getan. Haben wir nicht Ende gehört. 2022 ist bekannt geworden, dass Sie den deutschen Inlandsgeheimdienst auf 2 ranghohe Beamte in Ihrem Haus angesetzt haben, weil diese, so wurde es zitiert, meilenweit von Ihrer politischen Linie entfernt waren. Da würde mich interessieren, war das ein Einzelfall oder greifen Sie nach wie vor auf den Verfassungsschutz zurück bei nicht genehmen Meinungen innerhalb Ihrer Beamtenschaft? Ihre Frage hat jetzt eher sekundär mit dem Jahreswirtschaftsbericht zu tun. Ja, doch, der wird ja auch von Mitarbeitern erstellt. Da gab es ja genug Fragen, die nicht explizit nur auf den Wirtschaftsbericht abhoben. Ja, Sie sind von Russia Today, oder? Sie bitte? Sie sind von Russia Today? Nee, Nachdenkseiten. Bitte? Nachdenkseiten. Aha. Der Herausgeber war Koordinator von Willy Brandt. Gut, dann ist Ihre Frage schon voller falscher Unterstellungen, die ich hiermit zurückweise. Und die dienstlichen Angelegenheiten des Ministeriums sind natürlich bei einer Weltlage, wie sie ist, Putin mit seinem Angriff auf Europa, mit dem Versuch, das Energiesystem zu destabilisieren, die Wirtschaftsordnung in Unordnung zu bringen, mit den Investitionsprüfungen, die wir vornehmen, die Exportentscheidungen, die wir machen, immer auch sicherheitsrelevant. Deswegen müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer eine Sicherheitsprüfung in sensiblen Bereichen bestehen. Das ist aber ein normaler Standard überall. Und so arbeitet das Ministerium seit vielen Jahren und so arbeitet es gut. Zusatz, eine Nachfrage, der Hintergrund meiner Frage auch, das Handelsblatt hat damals beispielsweise aus internen Protokollen zitiert, in dem auch ein ranghoher Mitarbeiter meinte, wenn ich meine Fachmeinung kundtue, dann besteht die Möglichkeit, dass ich in den Verdacht gerate, Russenversteher zu werden. Da würde mich interessieren, wie Sie bei diesem Art von Vorgehen sozusagen sicher gehen, dass auch bei der Verarbeitung und Verfassung des Jahreswirtschaftsberichts Sie sich nicht nur von Ja-Sagern und Opportunisten umgeben, sondern auch sozusagen Fachmeinungen akzeptieren und da einfließen, die nicht unbedingt nur Ihrer politischen Linie entsprechen. Ich bin ein Minister, der immer zu Widerspruch und Kritik auffordert. Ich nehme an, die Abteilungsleiterin kann das bestätigen. Und wenn Sie mir erlauben, und vielleicht darf ich an der Stelle die Rolle des Berichts über den Jahreswirtschaftsbericht verlassen. Es ist schon schwer zu ertragen, wenige Tage nachdem Nawalny ermordet wurde, dass Russlands Berichterstatter hier im Land politisch wie in den Medien die liberale Demokratie in Deutschland so diskreditieren. Jede Frage soll beantwortet werden, aber mit der Sympathie für ein Land, wo noch nicht mal Fragen gestellt werden dürfen, sondern Menschen, die Fragen stellen, weggesperrt oder ermordet werden, ist eine moralische Grenze erreicht, die schwer zu ertragen ist. Dann gehen wir auf die von uns ausgesehene rechte Seite. Frau Kollegin, bitteschön.